An diesem Stahlgitterzaun endete gestern um Mitternacht die Flucht eines etwa 30 Jahre alten Mannes aus der DDR. Er hatte versucht, die Sperranlagen zwischen Ohsdorf und Lichterfelde in Höhe des Holtheimer Weges zu überwinden und dabei Alarm ausgelöst. 10 Minuten später waren DDR-Grenztruppen und Westberliner Zoll zur Stelle. Wir kamen also von hinten angerannt, blieben dann hier stehen. Drüben auf DDR-Seite schoss also ein Grenzposten gerade eine Leuchtkugel ab, eine grüne, woraufhin dann dieser Grenzposten gleich drüben vom Asphaltweg hier vorne an den Stanzgitterzaun gerannt ist, den Flüchtling angerufen hat, den wir dann erst gesehen haben, und hat zu ihm gesagt: Grenztruppen der DDR, nehmen Sie die Hände hoch, bei Widerstand oder Fluchtversuch mache ich von der Schusswaffe Gebrauch. Hat dann die Waffe durchgeladen. Daraufhin hat der Flüchtling geantwortet: Ja, ich komme ja schon, und kam dann auf ihn zu, woraufhin man ihn dann nach hinten abgeführt hat zum Plattenweg, wo er sich dann hingelegt hat, wo man ihn abgetastet hat, und keine 5 Minuten später hat man ihn dann mit einem Grenztrabant abtransportiert. Sachschaden in bisher unbekannter Höhe verursachte letzte Nacht ein Feuer in dieser Kindertagesstätte in der Hackenfelder Straße in Spandau. In einem